Wir haben neuen Mut gefasst bei Skyward Sword HD, jetzt nachdem wir diese krasse, große Prophezeiung offenbart bekommen haben und übelst schicke Klamotten tragen. Leute, ich grüße euch zurück und freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So ganz zuversichtlich bin ich mir aber noch nicht, vor allem mit dem Umgang des Schildes. Deswegen geht's nochmal ganz schnell in die Arena. Mal ein bisschen gucken. So, aber den Bazar gucken wir uns auch noch an. So, Typi, du wolltest ja sowieso mit mir reden, ne? Was denn los? Wo dein Übungsschwert ist, ich hoffe, ich hab's zurückgebracht? Marcel, der Direktor hat mir erzählt, was passiert ist. Ich mach mir Sorgen um Zelda. Ich weiß selbst nicht sehr viel darüber, aber dein Schwert hier stammt nicht aus dem Wolkenhort. Man sagt, es sei ein uraltes Artefakt, welches nur vom auserwählten Helden geführt werden kann. Da du das Schwert trägst, kann ich mir schon denken, was das zu bedeuten hat. So doof bin ich ja nun auch wieder nicht. Hey Marcel, ich kann nicht viel für dich tun, aber es gibt da noch eine Sache, die ich dir zeigen kann. Und zwar die Kunst der Abwehr. Ja, das ist Neuland für dich, nicht wahr? Beginnen wir mit deren Grundlagen. Warum nicht, ne? Falls du mal arg in die Defensive getrieben wirst, solltest du dich unbedingt mit deinem Schild schützen. Um ihn wieder zu senken, ziehe entweder dein Schwert oder drücke B, um sowohl Schild als auch Schwert wegzustecken. Denke doch daran, dass du deine Verteidigung aufgibst, sobald du dein Schwert schwingst. Sei also vorsichtig. Alles klar, mal die Balance finden, alles klar. Versuch dies als erstes. Cool. So oder nicht? Jetzt zeige ich hier mein Schild hoch. Schön gezückt mit dem linken Joy-Con einfach. So ist doch cool, oder nicht? Wie? Du möchtest noch mehr über die Kunst der Abwehr wissen? Nee, ist okay. Ich glaube, es geht schon. Ach so, ich verstehe. Du möchtest bestimmt an den Stämmen trainieren, anstatt für die Theorie anzuhören. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Also, ching, ching. So, jetzt kann ich hier so ein bisschen, wenn ich jetzt hier schlage. Cool, oder? Wie der Ding sich mitdreht. So, das war nochmal abgeblockt. Au, verdammt. Voll hart. Aber ja, so sollte es funktionieren. An sich selbsterklärend. Wow, bams. Bams. So, wenn der Schild geblockt wird, muss man ihn natürlich wieder neu zücken. Sonst wird man getroffen. Alles klar, das ist doch perfekt. Nochmal zwischendurch ein bisschen kaputt ballern. So. Ich glaube, ich weiß Bescheid, Kumpel. Oder noch irgendwas. Was? Nee, okay, der ist gut. Ist gut. Ich weiß alles, ich habe alles trainiert. Sehr schön. Ja, mehr ist es auch nicht, ne? Dumm, dumm, dumm. Funktioniert aber geil. So, ich hoffe, das war's jetzt. Jetzt weiß er auch, dass wir in heldenhafter Mission unterwegs sind. Aber ich muss echt sagen, aber Mann, dass das Spiel einfach so schön scharf aussieht, das macht schon was her. Finde ich doch. Die Farben sind so schön kräftig. Richtig wunderbar. Und nicht mehr so alles verschwommen, ey. Ja, okay, ich höre ja schon auf. Das sage ich ja die ganze Zeit schon. Ich weiß das doch. So, fang den Käfer. Alter, du hast einen Wolkenhirschkäfer gefangen. Sehr beliebt bei den Kindern im Wolkenhort. Achtung, kneift gerne mit den Zangen. Und zwar dahin, wo es weh tut. Ein erster Käfer. Du Rams. Ups. Okay, ist klar. So, dann lass mich doch mal kurz in den Bazar gehen. Fei, du hast ja gesagt, du willst mich nicht mehr unterbrechen. Gebieter, die Steintafel, die du gestern Nacht eingesetzt hast, steht in direkter Verbindung zur Passage im Erdland. Ins Erdland. Die Lichtsäule ist von hier aus gesehen in südlicher Richtung erschienen. An ihrem Fuß befindet sich ein Loch in den Wolken, das nach unten führt. Ich muss dich darauf hinweisen, dass deine Überlebenschancen im Erdland gering sind. Ach komm, hör auf. Solltest du bloß mit einem Schwert bewaffnet sein? Ich empfehle dir, im nördlichen Bazar einen Schild oder einen Herztrank zu erwerben. Im örtlichen Bazar. Ey, aber Fei guckt ohne richtig hin, wa? Sieht vor, dass ich schon ein Schild habe, aber ist ja egal. So, kann ich irgend so einen Käfer hier mitnehmen? Nee. So, im Bazar brauchen wir nur noch ein bisschen gucken. Da kriegen wir nämlich auch noch ein gratis Geschenk. So ähnlich wie bei dem Schild. So, der Bazar hat auch mehrere Eingänge. Kann man schön gucken. Oh. Ich glaube, hier ist immer richtig was los. Kann das sein? So, dann steigt euch mal, fühlt euch mal ein bisschen rum. Außer ich werde von alleine rumgeführt. Amadin. Was ist denn das? Was sehen meine Augen? Warum haben sie so einen kleinen Mund? Junge Freund, ich sehe hier vor dir liegt ein beschwerlicher Weg. Er ist voller Gefahren, Stollen mit Hindernissen geradezu übersät. Junge Freund, solltest du dein Ziel je aus den Augen verlieren, blicke ich für dich in die Zukunft, denn ich bin ein wahrhaftiger Wahrsager. Vertraue meinen sanften Augen, lausche meiner klaren Stimme, dann droht dir keine Gefahr. Komm jederzeit zu mir, junger Freund. Der möchte ja bloß manipulieren, dass ich ihm Cash gebe, der kann er schön vergessen. So, was haben wir denn noch hier so viele Leute?
Hier haben wir unseren Bastelmaniac. Oh ja. Duruko, hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir deine Items verbessern und deinem Schild reparieren. Also was soll ich an Schrauben ansetzen hier? Ach ja, damals im Replay hatte ich ja schon noch aus dem vorherigen Playthrough super viele Items. Und jetzt habe ich aber, glaube ich, echt noch nichts zum Verbessern. Ich kann ja mal gucken, was ich so bräuchte. Für den Schild sage ich es mal. Alles klar, das sind die Items, die ich für dich verbessern kann. Ja, dürfte tatsächlich gerade nur der Schild sein. Dafür braucht man... Ja, okay. Ein Glibber, dann noch zwei Sachen, die wir noch nicht gefunden haben. Bernsteinhalbmond und Monsterklaue. Da wird der Schild hart. Und ein bisschen Geld natürlich auch nicht schlecht. Braucht man dafür auch, alles klar. Ach, warum denn das? Sei kein Spielverderber, Mensch. Aber naja, was soll's. Komm wieder, wenn du dir alles anders überlegt hast. Naja, deswegen, ja. Guck mal, hier steht eine Kiste, die ich nicht aufmachen kann. Uah, Gebieter Marcel. Diese Schatztruhe hat die Göttin einst für den auserwählten Helden hier hinterlassen. Wie jetzt? Und seitdem steht die hier? Und sind die Beute wohl drumherum gebaut, oder was? Leider habe ich keine Daten darüber, wie man sie öffnen kann. Oder hat... Ich weiß es nicht. Die ließ sich bewegen bestimmt. So, lässt sie mich hier hinsetzen? Nee, Quatsch. So, schön Werkzeuge klauen. Oh, was ist denn das? Was? Ein WR301B Twappo. Oh, das ist natürlich, alles noch Foreshadowing, Leute. So, eine Ausrufezeichen-Person. Die ist doch wichtig. Ja. Xia, willkommen im Trankladen, mein Hübscher. Wenn du verletzt wirst, wirkt mein Herztrank wahre Wunder. Kaum getrunken, füllen sich deine Herzen wieder auf. Na, was sagst du? Du gehörst doch zu den Rittern, nicht wahr? Einer wie du sollte auf jeden Fall immer einen dieser Tränke bei sich tragen. Hm? Quatsch, du hast ja gar keine leere Flasche, du Flasche. Ich kann dir leider nur einen Trank verkaufen, wenn du eine Flasche hast, in die du ihn füllen kannst. Aber weil du es bist, schenke ich dir eine, mein Hübscher. Neben unseren Tränken kannst du auch allerhand andere Dinge in die Flaschen füllen. Also pass mir ja gut darauf auf. Ey, ist das nett? Du hast eine Flasche erhalten. Bewahre verschiedene Dinge darin auf. Super. Ich gebe die Flasche gleich in deine Abenteuertasche. Drücke R, um einen Blick darauf zu werfen. Wenn deine Tasche so voll ist, dass du nichts mehr tragen kannst, kannst du deine Items im Itemlager abgeben und aufbewahren lassen. Aber genug der Erklärung. Willst du nicht etwas kaufen? Nee. Ich will wissen, was ihr Ehemann da macht. Der däumt. Willkommen im Trankladen. Wenn du bei uns einen Trank kaufen willst, kann ich ihn hier verfeinern und seine Wirkung verbessern. Gibt's einen Trank, den du verfeinern möchtest? Im Moment nicht. Ich verstehe. Komm jederzeit wieder, wenn du meine Dienste in Anspruch nehmen möchtest. So, das Itemlager, das haben wir hier. Auch nicht gerade so Besuch. Hallo. Boah, ist mit ihr? Ja, ich hab keinen Bock. Hallöchen, bei mir kannst du deine Items lagern und gelagerte Items wieder an dich nehmen. Möchtest du Items lagern? Nee, ich wollte eigentlich bloß eine Televorstellungsrunde machen. Soll mir recht sein. Aber das nächste Mal kommst du nur, wenn du auch was brauchst und willst, ja? Okay. Alter, hier der übelst krasse, der Händler, Alter. Cool, Khan. Ein Kunde. Welch freudige Überraschung. Kommt, tretet näher. In diesem Itemladen findet ihr alles, was das Abenteuerherz begehrt. Wer daher? Werft einen Blick auf mein sagenhaftes und umfangreiches Angebot. Wenn ihr noch Fragen bezüglich des Einkaufens habt, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Wie kauft man ein? Das wisst doch links alles. Ich hab keinen Bedarf. Überaus anmaßend von mir. Entschuldigt, werter Herr. Jemand, der so weise ist wie ihr, benötigt selbstverständlich keine Erklärung. Nun denn, wollt ihr nun einen Blick auf meine Waren werfen? Ja, so den Schild habe ich. Was? Bomben, Pfeile und Nüsse? Das ist doch alles doof. Ich finde geil, wie der reagiert, wenn man jetzt ohne zu kaufen abhaut. Total enttäuscht. Ach ja, geil. Die ganzen kleinen Nebeneffekte hier. Alter, was ist denn hier los? Ist das zu snacken? Boah, Colombo, du bist jetzt ein vollwertiger Anwärter an den Ritterposten. Gratulation. Aber ich bin sicher, es gibt noch viele Dinge, über die du nicht Bescheid weißt, nicht wahr? Solltest du Probleme haben, drücke einfach die Hilfetasten und rufe mit Hilfe das Hilfemenü auf. Das ist so etwas wie die Grundregel, ne? Weil man das Spiel hier auch sehr an die Hand genommen werden kann. Deswegen. Ja, dir würde ich empfehlen, deine T-Shirts eine Nummer größer zu holen. Was ist das denn? Voll mit Absicht einfach ein kleines, enge T-Shirt anziehen? Gor! Wenn du müde wirst, dann leg dich eine Runde pennen. Du kannst dich überall dort ausruhen, wo du ein Bett findest. Und glaub mir, du wirst dich wundern. Der Unterschied zwischen Tag und Nacht im Wolkenhort ist größer, als du denkst. Also leg dich schlafen und sieh dir den Wolkenhort bei Nacht an, wenn du ein paar interessante Dinge erleben willst. Ich glaube, das können wir alle noch ein bisschen nach hinten verschieben und später machen. Hallo, junge Frau. Risa. Jetzt noch ein wenig Pfeffer dazu. Wunderbar. Schmeckt auch heute wieder so, wie es soll. Lecker. Jetzt können wir sich mal richtig angucken, wie die überhaupt aussieht. So, und keiner von den Leuten hat sich die Vogelreiterzeremonie mit mir angeguckt. Ganz, ganz toll. Na ja, gut. Stecke ich nicht drin, Leute. Ich gehe jetzt nochmal zu einem anderen Laden, weil hier gebe ich kein Geld aus. Nö.
Aber es gibt nicht nur einen Laden hier, ihr kennt ihn alle, der Terry-Laden. Und der hat coolere Items dabei. So, wo ist denn der jetzt? Oh Gott, ich bin aus der falschen Tür. Aber ich weiß nicht, ob ich überhaupt schon zu ihm hin kann, weil dem muss man ja quasi rufen. Oder nicht? Ich glaube, beim ersten Mal noch nicht. Ich glaube, beim ersten Mal ist der doch so erreichbar, ne? Oh nee, doch nicht. Ja, ich muss da klingeln. Okay, cool, das geht da tatsächlich noch gar nicht. Boah, es sind ja wieder so viele Häuser, wo man echt mal überall reingucken könnte. Wie ist schon wieder verlockt, ne? Aber an sich will ich, oh, das ist abenteuerlos geht. Ach. Aber so ein bisschen. Oh. Sturmfrei. Düpp, 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 düpp. Ach, die Häuser haben sie auch wieder schön eingerichtet. So, erstmal klauen. Hm? Du solltest besser nicht an anderer Leute Schränke stöbern. Die haben ja genau das gleiche drin. War da jetzt genau das gleiche drin wie bei Link im Schrank? Ey, einfach copy-paste. Das darf nicht wahr sein. Nee, ich glaube, in den Gebäuden selber ist dann mehr in der Nacht los. Dass man hier schön nachts nochmal ein bisschen rumgeistern kann. Das will ich alles echt erst ein andermal machen, glaube ich. Ich rede doch mit dem kleinen Spinner hier, wenn er eine Aufgabe hat. Na, Larry, schau doch mal dort oben. Da ist Terrys Laden. Ich habe gehört, dort kann man sogar Schmetterlingsnetze kaufen. Ich will auch so eins. Wenn ich auch nur etwas hätte, um an die große Glocke des Ladens läuten zu können. Ich bräuchte wohl irgendetwas, mit dem ich in die Luft schießen kann. Hm. Das freut mich gerade, wo kriegt ihr nochmal? Bekam man nicht irgendwo so eine Schleuder her? Boah, meine Erinnerung ist komplett weg, ne? Ist richtig übel. Ich hätte schon irgendwie noch Bock, dahin zu gehen. Ich gucke mich mal ein bisschen um. Ey, wir haben jetzt Zugang zu allen möglichen Gebäuden hier. Auch zu der jungen Dame, die auch nicht bei der Zeremonie dabei war. Hey, Sasia. Na, Marcel, hast du irgendwo meine Cookie gesehen? Sie läuft mir ständig davon. Ich mache mir große Sorgen. Die Cookie? Ich weiß doch nicht, wo die ist. So groß ist der alles auch nicht. Ehrlich, kannst du sie eigentlich ganz leicht finden, glaube ich. Oh, Kürbisse liegen hier rum. So, hier waren wir ja schon. Ich weiß bloß nicht, ob wir waren noch irgendwas hier. Ich glaube, wartet mal. Kann Link eigentlich schon... Konnte Link schon schwimmen? Ja. Wie schwimmt man doch mal richtig? Tauchen? Ich glaube, Link kann ja nicht mal tauchen, glaube ich, ne? Ist einfach nur normal schwimmen. Oder ich drücke mal ein paar Knöpfe. Ne, kann wirklich mal nicht tauchen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, wie das alles mit welchen Items und so zusammenhing. Muss ich alles wieder rausfinden. Ich bin jetzt ein bisschen stutzig. Ich glaube, man kriegt ja eigentlich noch eine Schleuder irgendwo. Jetzt habe ich die war irgendwo im Laden. Ich habe die bloß nicht gesehen. Hallöchen. Na, frische Luft schnappen? Oh, du bist doch der Junge, der bei der Wolkenreiterzeremonie gewonnen hat. Ja, gerade keine Zeit. Die Ritterkluft steht ja wirklich hervorragend. Wenn du so weitermachst, bist du bald ein vollwertiger Ritter. Na, ich muss jetzt erstmal meine Ausbildung unterbrechen. Ich muss jetzt erstmal runter ins Erdland. Das sollte Link mal sagen. Alter, hier werden so die Toten begraben. Ja, alles akkurat hier. Sehr, sehr schön. Ja, ich glaube aber, wenn ich jetzt ins Wolkenhort, ins Erdland soll, ich glaube, dann war das hier noch nicht mit der Schleuder, oder? Ich weiß es halt echt nicht. Aber dann machen wir das einfach mal auf uns zukommen. Wir machen ja sowieso die 100%. Streben uns mal an hier. Oder sagt ihr mir nur irgendwas wegen dem Ding? Nee, okay, er sagt nochmal das Gleiche. Guck mal, ob es Terry will. Ja, ja. Nee, gut, Leute, dann würde ich sagen... Oh, was macht der denn da? Was tust du denn da oben? Hey, na? Hallo? Oh, Marcel, das hier ist der Turm des Lichts. Kletter doch mal hoch und genieß die tolle Aussicht, Mann. Wirklich? Okay. Oh, guck mal, was habt ihr gehört? Fei wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich konnte das ignorieren. Hups. Ich guck mir das mal an. Oh je. So. Ist ja wirklich schön hier. Und da müssen wir hin, in dieses große Loch im Wolkenland. Wartet, mal kurz hier gucken. Hm? Mit Licht soll dem Helden, der im hellen Schein die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewiesen werden. Sieht auch sehr antik hier aus. Ja, okay, dann Leute, lasst uns erstmal hier ein bisschen woanders hin. Oh je. Jung. Oh, jetzt kann man ja auch im Wolkenhort auch schon wieder ein bisschen rumgucken. Ist jetzt natürlich auch wieder die Überlegung wert, ne? Hier gibt es ja dann noch einige Orte, naja, ein paar. Der einzig größere Ort, der mir einfällt, ist tatsächlich die Kürbisbar. Hey, da hat einer Cash! Das Cash! Oh, verdammt! Wenn die ganze Zeit frei irgendwas will, da kann man halt ignorieren, das ist schön. Ich überlege, ob ich da mal kurz zur Kürbisbar reinschnuppern soll. Ganz kurz mal, ihr wisst schon. Turbo boosten, Jung. Alter, richtig schnell, Jung. Das gefällt mir. Trap. Oh je. Na. Wow, wie kommt mir das schneller vor? War jetzt dieser Turbo Boost Move echt schneller als beim Original? Auf jeden Fall bin ich jetzt ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Verdammter Mist. Kürbisbar. Wartet.
Hier steht nochmal so eine Kiste, die die Göttin da gelassen hat. Okay, ja doch, lass mal kurz nochmal hier ein bisschen gucken. Hier sind überall so eine Kisten. Und da war ja auch so die Sache, die Kisten sind tatsächlich so ein bisschen, ja auch, könnte man sagen, zur Streckung da. Leider. So, sonst draußen steht hier keiner, arbeiten hat keiner Bock. Gut, dann gehen wir mal kurz rein. Weiß aber auch nicht mehr, ob man hier irgendwas schon vorher kriegen konnte. Will aber nur mal gucken. Ganz kurz. Hallöchen. Okay, ich gehe zu, hier sieht's verdammt gemütlich aus. Wow, die Kürbisbar. Ey, das ist ja der Wahnsinn. Hallo. Na, hey, hör mal kurz zu. Der alte Knabe dort drüben behauptet, einen Dämon gesehen zu haben. Na, mit solchen Prahlereien wird er Kabocha jedenfalls nicht für sich gewinnen können. Wie er guckt, sein Blick gerade voll so, wow. So, okay, Hallo, sind Sie, ups. Ja, das ist ja geil. Willkommen in der Kürbisbar. Hier serviert man die leckerste Suppe weit und breit. An diesem Ort kannst du entspannen und dir eine Auszeit gönnen. Ich glaube, das habe ich noch nie gesehen. Ich glaube, ich habe mich hier noch nie hingesetzt. Ey, das ist ja lustig. So, Kabocha, erzähl mal. Na, hallo du. Du siehst wie ein Ritter aus dem Wolkenhaut aus. Habe ich nicht recht? Nimm doch Platz und entspann dich ein wenig. Oh, dir und deine Rubine an unserem... Sind dir die Rubine an unserem Kronleuchter aufgefallen? Versuch bloß nicht, die Rubine dort von oben herunter zu bekommen. Manche Leute behaupten, man könne den Kronleuchter zum Schwingen bringen, indem man etwas anrempelt und die Rubine würden runterfallen. Aber wie dem auch sei, denk nicht mal daran. Also ich glaube, das eine Herz da oben, das kann ich mir schon holen, glaube ich. Und muss man doch sowieso machen. Na, alter Knabe, was, du hast einen Dämon gesehen? Trella schon wieder? Du glaubst mir doch, oder? Was glauben, hä? Ja, ich sag dir, im Wolkenhaut lebt ein fürchterlicher Dämon. Um ein Haar hätte mich das Biest lebendig verspeist, Alter. Du magst vielleicht ein Ritter sein, aber diesen Dämon wirst selbst du nicht zum Frühstück verputzen. Hören Sie doch mal auf, beruhigen Sie sich doch mal, alter Mann. So, hier kann man auch pennen. Zur Not schon in den geilen Kürbis-Halloween-Betten. Voll cool. So, dann sprechen wir mal kurz nochmal mit dem Barwirt. Hallöchen. Biskur, willkommen in der Kürbisbar, der gemütlichen Raststätte für alle Vogelreiter. Du wirst irgendwo eine bessere Suppe als meine hausgemachte Kürbissuppe finden. Wie wär's mit einer Portion? Na klar! Na, das ist mal eine Überraschung. Wer hätte gedacht, dass ein Knirps wie du auf meine Suppe abfährt? Möchtest du eine Portion mitnehmen? Willst du eine Rubine in die Flasche? Ey, na klar, da mach ich das voll. Na, endlich. Bitte, hier schön. Hier bitte schön. Boah, geil. Du hast heiße Kürbissuppe erhalten. Diese hausgemachte Kürbissuppe kühlt innerhalb von 5 Minuten ab. Die Suppe schmeckt am besten, wenn du sie heiß genießt. Nach 5 Minuten kühlt sie jedoch ab und schmeckt dann kacke. Toll. Redest du doch mal mit mir, wenn ich mich hier hinsetze? Denkst du wirklich, dass jetzt der richtige Moment ist, um sich einfach hier hinzusetzen? Ich meine, der Part ist bald zu Ende. Obwohl, selbst du brauchst wohl manchmal eine kleine Auszeit, nicht wahr? Nur zu, dann lass die Seele eben ein wenig baumeln. Apropos baumeln, Leute. Ich will ja dann doch schon das Herzteil noch haben. Kann ich mich hier wieder hinsetzen und dann fangen die an mit mir zu labern? So. Ah ne, okay, sie kommt einfach nochmal an. Hallo. Ja, ja, in diesem Mal kannst du entspannen. Haut einfach wieder ab. Das hast du mir doch schon mal erzählt. Schießt ihr noch irgendwas? Genieße die Kürbissuppe, solange sie noch heiß ist. Ja, ich wollte ja nicht mitnehmen zum... Egal. Hey, was machst du denn hier? Hey, du sollst doch eigentlich... Hey, Marcel! Hätte nicht gedacht, dich hier zu treffen. Du fragst dich sicher, was ich hier treibe. Nee, eigentlich nicht. Wieso? War? Nicht wirklich? Na, du bist doch ein Arsch. Oder nicht? Ich dachte mir schon, dass du mit Insekten nichts anfangen kannst. Okay, warte, ich sag mal nochmal. Natürlich, Insekten? Hey, Marcel, na, was läuft hier? Ja, was machst du denn hier? Erzähl doch mal. Ja, bestimmt habe ich ja schon einmal erwähnt. Ich liebe Insekten. Und genau deshalb bin ich hier, um Insekten für meine Sammlung zu fangen. Wenn du bereits ein Schmetterlingsnetz hast, kannst du gleich loslegen. Und falls du noch keins besitzt, kannst du dir eins im Terrisladen kaufen. Wahrscheinlich tritt er gerade wieder seine Runden über den Wolkenhort. Ich brauche dafür erstmal eine Schleuder. Das geht doch nicht. Die Mucke ist ja so geil. So, suche fleißige Helfer zum Bestellen der Kürbisfelder. So, kommt die jetzt auch hier hochgelatscht? Nee, okay, das ist wieder klar. Sondern denn, ich will Herzteil haben. Lass mal kurz hier lesen. Achtung, Kronleuchter, an dieser Stelle bitte ruhig verhalten. So Quatsch. Nochmal.
denn auf, Mann? Mach sofort, dass du runterkommst. Oh, shit. Ich wartet ja nicht. Ich wartet nicht. Den Typ. Hast du das gehört? Du warst das. Ich sag, du warst das. Ey, tja, wisst mal, wie sich das anfühlt. Es tut mir leid. Aber ich wollte bloß das hier haben. Ja, das ist cool. Hast ein Herz erhalten. Sammel 4, um deine Lebensenergie um ein Herz zu erhöhen. Dir fehlen noch 3. Scheiße. Was soll ich machen? Oh, jetzt reicht's. Jetzt hast du den Bogen eindeutig überspannt. Geld? Er ist immer noch down. Er schreckt mich doch nicht so. Oder soll ich einfach auf die Schelle schon tot umfallen? Was willst du von mir? Du glaubst mir doch, oder? Nee, nie im Leben, Mann. Oh, was mach ich bloß mit der Jugend, die alles so kacke? Kaputt, hast du mir leid. Sieh nur, was du angerichtet hast. Ich hätte die Rubine nicht erwähnen sollen. Ja, ich bin halt gierig. Dabei wollte ich dich warnen. Gib bloß nicht mir die Schuld, wenn Vater dir mit einer Standpauke hält. Kollegen, ist er doch versichert, oder nicht? So, Kabotschas Bühne. Aus Mangel an Musikern vorübergehend geschlossen. Musiker werden gesucht. Ey, sorry, das klärt doch die Versicherung, oder? Das darf doch nicht wahr sein. Was glaubst du denn? Was hast du gemacht? Mein handgefertigter Kronleuchter ist komplett zerstört. Du wirst so lange für mich arbeiten, bis jeder einzelne Rubin, der in den Kronleuchter steckt, abbezahlt ist. Nun, bist du mit einem verstanden? Ja, natürlich. Sorry. Nun, ich werde dich an dieses Versprechen erinnern. Also gut, wär's, wenn du als erstes den Schwertmeister im Wolkenhort meine Suppe bringst? Er gehört zu unserem Stammgästen und meine Suppe gibt's mit Energie, gibt ihm Energie für den Unterricht. Also, wirst du ihm die Suppe bringen? Jetzt nicht. Ein Mann, ein Wort. Ich möchte, dass du diese Suppe hier dem Schwertmeister bringst. Ist das klar? Also, ja. Na, du hast ja gar keine leere Flasche, Mann. Wenn du Suppe mitnehmen möchtest, brauchst du eine. Sieh zu, dass du erstmal wieder mit einer leeren Flasche hier ankommst. Puh, Schwein gehabt. Sorry, dass jetzt hier alle aufräumen müssen. Aber Leute, es tut mir auch leid, dass der Part erstmal vorbei ist. Aber soweit bin ich eigentlich ganz zufrieden und würde dann sagen, dass wir uns beim nächsten Part wirklich runter ins Erdland begeben. Und ja, wir werden das noch alles abarbeiten, keine Sorge. Wir wollen ja auch kein schlechtes Wissen haben, nicht wahr? Also dann, Leute, wieder vielen, vielen Dank für euer Interesse und dann beim nächsten Mal geht die Action los. Hoffe ich zumindest. Ciao, ciao!